Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen beim Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria ziehen die Clubs nun Konsequenzen. Beide Teams verzichten bei den kommenden jeweils 2 Auswärtsderbys pro Club auf die Gästefans. Somit werden die kommenden 4 Wiener Derbys ohne Auswärtsfans stattfinden. Die Gästefansektoren sollen dabei aber nicht komplett leer bleiben, sondern Heimfans zur Verfügung stehen und auch genutzt werden, um beispielsweise karitative Organisationen einzuladen. Und auch klubintern gibt es Sanktionen. Der Austria-Vorstand dazu klipp und klar: Alle identifizierten Personen, die Böller gezündet und geworfen haben, werden mit lebenslangem Hausverbot bei Austria Wien bestraft und ein österreichweites Stadion wird unsererseits beantragt. Des Weiteren werden sämtliche Personen, welche den Auswärtsblock verlassen und aktive Raufhandlungen gesetzt haben, ebenso mit einem lebenslangen Hausverbot versehen. Auch der Rapid-Präsident ist geschockt. Unbefristetes Stadionverbot, Entzug der Mitgliedschaft und Anzeige bei der Bundesliga für auch über unser Stadion hinausgehende Stadionverbote. Gibt es ein Fan- oder Sicherheitsproblem? Haben wir kein Fanproblem, wenn wir 125.000 Fanbesuche im Stadion hatten, ohne dass was vorgefallen ist. Wir haben auch kein Sicherheitsproblem, weil in den allen anderen Spielen hat es kein Sicherheitsproblem gegeben, für niemanden. Was wir haben, ist ein Derby-Problem. Das Wort lebenslang will Vrabec dezidiert nicht aussprechen. Stattdessen fordert er unbefristete Strafen. Es sind ja jetzt zum Glück nicht so viele Fälle und man wird einfach jetzt auch die, also es gilt auch hier der Rechtsstaat, ja, und in dem Fall der Vereinsrechtsstaat, dass wir jetzt einmal genau die Situation analysieren. Und das muss man sich aber dann Fall für Fall natürlich anschauen. Und es ist ein Unterschied, ob jemand körperlich verletzt, körperlich bedroht oder halt sich hinreißen hat lassen, irgendwo über einen Zaun zu springen. Ob Hassplakate wie Tod und Hass dem FAK verbannt werden müssen? Ja, natürlich freut einen das nicht, ja, aber nur, ich glaube, man muss auch klar unterscheiden, dass das Problem ist, wird jemand gefährdet, verletzt, die Sicherheit gefährdet oder ein Spielabbruch droht, der dann den Sport gefährdet. Und was sagt die Austria zu hasserfüllten Bannern? Ebenso wenig können wir diese Hasstriaden und gewaltbereite Banner akzeptieren. Langgeschürter Hass kann ein wesentlicher Auslöser dafür sein, das hat am Fußballplatz oder sonst wo auf der Welt nichts verloren. 2 Vereine, 2 Meinungen. Es bleibt zu hoffen, dass diesmal tatsächlich durchgegriffen wird.